Herr Palmer, Ihnen wurde gerade unterstellt, ein knallharter Öko zu sein. Wo zeigt sich das denn im Alltag? Nach meiner Wahrnehmung bin ich tatsächlich ein ziemlich knallharter Öko. Ich habe schon in Studierendenzeiten jeden Kommilitonen befragt, mit welchem Verkehrsmittel er oder sie zur Party kam und warum es nicht der Nachtbus oder das Fahrrad war, falls ein Auto im Einsatz war. Ich habe bis heute kein Privatauto und ich bin meines Wissens der einzige Oberbürgermeister in Deutschland, der Fahrer- und Dienstwagen vollständig abgeschafft und durch ein Elektrofahrrad ersetzt hat. Ich bin sogar so verrückt gewesen, über Jahre hinlang den Kühlschrank auszuschalten, weil ich festgestellt habe, Kühlung geht durchaus auch auf den Balkon. Das sind Dinge, die man in normalen Kontexten wahrscheinlich als ziemlich ökoradikal werden würde. Schon. Wenn es darum geht, wie die Welt vor unserem derzeitigen Lebensstil noch zu retten ist, vertreten Sie den Standpunkt, dass man den Einzelmenschen nicht ändern kann. Wo liegt denn da das Hauptproblem? Also sind die Menschen zu faul, zu unwissend, zu egoistisch, zu... Ja, was ist es? Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir doch alle zugeben, dass wir nicht jeden Morgen aufstehen und fragen, wie können wir die Welt retten, sondern zur Arbeit, wie geht es der Familie gut, wie kriege ich was zu essen, wie bekomme ich Geld, vielleicht wie geht es mit der Karriere weiter. Und das sind alles Tätigkeiten, die nicht primär darauf ausgerichtet sind, CO2 zu vermeiden oder Ressourcen zu sparen. Und es sind nicht sehr viele, die sich da den ganzen Tag darüber Gedanken machen wollen. Ich glaube, es ist eine realistische Beschreibung von uns Menschen. Aber immerhin, Sie haben sich ja mal schon sehr viele Gedanken scheinbar darüber gemacht. Sonst hätten Sie ja nicht so viel das Fahrrad in Gebrauch gehabt, oder? Es gibt ja auch immer mehr Menschen, die sich Gedanken darüber machen. Es gibt auch immer mehr Wissenschaftler und Techniker. Es gibt immer mehr Soziologen. Es gibt immer mehr Menschen, die insgesamt sich dem Thema zuwenden, weil wir erkennen, wir laufen direkt auf eine große Krise zu, und zwar eine fundamentale, bei der wir durch Ressourcenknappheit unsere Zivilisation gefährden. Es ist aber auch Aufgabe von Politik, solche Überlegungen dann in Konzepte zu übersetzen und zu werben für Lösungen. Das ist das, was ich in meinem Beruf mache. Aber ich erwarte nicht, dass jetzt plötzlich 82 Millionen Deutsche nur noch dieses Ziel verfolgen und alles andere vergessen. Das ist auch ein Teil von Spezialisierung und Arbeitsteilung in der Gesellschaft. Okay, dann noch einmal abschließend, wie viel trägt jetzt dieser Kongress heute zum guten Leben bei? Haben Sie selber schon was mitnehmen können jetzt aus dieser oder anderen Veranstaltung? Oder? Mir hat der Kongress großen Spaß gemacht. Ich habe nicht nur ganz materiell gut gegessen, ich hoffe es war Bio, und ein bisschen Sonne auf der Terrasse genossen und einen schönen Cappuccino getrunken. Ich hoffe, der war fair gehandelt, ich weiß es nicht. Sondern ich habe auch geistig eine Menge Nahrung mitgenommen. Ich habe ja sehr spannende Diskussionen verfolgt, ob es jetzt die Piratendebatte war oder eben Winfried Kretschmann. Ich habe ihn früher erlebt, lange Zeit nicht, jetzt mal wieder hier im Auditorium zu sehen. Oder diese wirklich, muss ich sagen, schon große Herausforderung, mit Herrn Pech drüber zu streiten, warum es nicht sehr realistisch ist zu glauben, dass wir freiwillig alle Eremiten werden. Ich hätte gedacht, dass ich da leichter durchdringe und muss jetzt überlegen, warum das Publikum meine Haltung eher mit Buhrufen als mit Beifall bedacht hat.